Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Keller, neues Lutschestründchen. Wir befinden uns in der Mitte des Monats, das heißt, wir können wieder ein paar Böxkes hier aufmachen. Der Gewinner vom letzten Gewinnspiel müsste seine Box jetzt auch bekommen haben. Den Gewinner für nächsten Monat blende ich jetzt ein. Schreib mich bitte privat an auf YouTube und ja, dann schick mir deine Adresse zu, deine T-Shirt-Größe und ja, dann GG an dich. Am Ende der Folge werden wir natürlich wieder ein weiteres Gewinnspiel machen für den darauffolgenden Monat. Ja, also das geht hier heiter weiter, Freunde. Und ich muss sagen, ich habe auch heute wieder extrem Bock. Ja, ich bin ja aktuell auf der Gamescom, das heißt, ich muss das Ganze hier ein bisschen vorproduzieren, Freunde. Deswegen kann ich eventuell nicht ganz so auf eure Kommentare eingehen. Aber ich denke, das kriegen wir irgendwie hin, oder? Öffnen wir die Box hier. Und ich muss auch diesmal sagen, die ist extrem schwer. Wirklich extrem schwer. So einseitig schwer. Also hier drückt es mich extrem nach unten. Ich bin gespannt. Ich gucke wieder nicht rein. Ja, letztes Mal hat das gut funktioniert, Freunde. Ich mach das Ding hier einfach auf. Natürlich vorgearbeitet, ja, damit wir hier nicht wieder 80 Jahre... Was? Freunde, das muss ich sofort rausholen. Hier ist ein Snapback drin. Wie geil ist das denn? Ah, leider keine Clips hinten, sondern nur so ein Klettverschluss. Aber vorne sieht es doch wohl mal fett aus. Pac-Man, Freunde, geil. Auch sehr, sehr hochwertig bestickt. Also das muss ich auf jeden Fall hier mal festhalten. Fakt ist der Klettverschluss hinten. Ich habe da hinten gerne lieber so Clips. Aber ja, geil, Alter, eine Snapback. Ich glaub, die mal aufziehen. Das meine ich, Freunde. Das Einstellen ist mit dem Klettverschluss, finde ich, extrem schwierig. Ja, aber wenn du es einmal aufhast, sieht es ganz cool aus. Ja, ich stelle leider den Klettverschluss. Ja, bei Kappen bin ich sehr penibel. Aber ich sag mal, zum Hinhängen oder so ist die doch schon ganz nice. Wir machen weiter. So komisch, wenn du nicht reinguckst, ja. Ah, okay, das Heft. Das war nix, Freunde. Das war gar nichts. Was ich auf jeden Fall merke, ist, hier ist eine Dose drin. Okay, ist das überhaupt eine... Was ist das denn für eine Dose, Alter? Alter Vater! Alter Vater! Ein Mineral Drink. Ja, wieder im Marvel-Look, Freunde, mit Hulk. Alter Vater! Aber die sieht doch wohl mal ultra fett aus. Die sieht ja mal richtig geil aus, Freunde. Ich hoffe, man erkennt das. Irgendwas reflektiert er hier wahrscheinlich wieder, oder? Ne. Ultra fett. Und das Ding krieg ich gar nicht in meine Hand. Ich hab noch nie so eine Dose gesehen, Alter. Normal, wo hier Linsensuppe und so eine Scheiße drin ist. Für hier ist keine Linsensuppe drin. Geil! Wie ich da, was ist hier? Ein Liter drin oder was? 750 Milliliter. Oh, kann man mal machen. Und sogar Pfand drauf. Ja, weiter geht's. T-Shirt ist auf jeden Fall wieder dabei. Was ist das denn hier? Batterien? Was? Tatsächlich Batterien. Kinderbatterien. Ja, von Superman, die sehen so schwer, dass die mir gleich aus der Hand fallen. Halten angeblich, was steht hier? 10-mal länger. Ob das jetzt nur ein Werbegag ist, das weiß ich nicht. 3000 mAh ist aber schon nicht wenig. Designtechnisch sehr, sehr cool. Ob ich die jetzt benutzen würde, wüsste ich nicht. Aber was machst du sonst mit Batterien? Ja, hinstellen wird ein bisschen Panne aussehen, oder? Vorne? Zumal kannst du die auch leer hammern und dann irgendwo hinstellen. Ja, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Batterien? Aber braucht man immer. Ja. Freunde, von daher können wir das safe gebrauchen. Lustige Geschichte auf jeden Fall mit dem Superman da noch drauf. Was haben wir denn hier noch? Was nehmen wir denn jetzt? Ach du je, ist schon wieder ein Einhorn. Das ist schon wieder was für meine Freundin hier. Ich bin nicht dick, ich bin flauschig. Läuft. Ja, kann man das erkennen? Ja, ich denke schon. Bescheuert, ey. Oh, oh. Ah, wer kennt die Dinger noch? Hier die Candy Watches.
Die waren früher zu meiner Zeit sehr, sehr heiß begehrt. Ja, hast du die umarmen und hast du da das Band da abgenuckelt. Leider haben wir es jetzt zu früh, das muss ich jetzt nicht essen. Ja, aber die ist safe. Also die habe ich damals auch wie nennt sich das jetzt? Gegessen. Laut meinen Fingern sind hier noch drei Sachen drin. Ein T-Shirt. Ein weiß ich nicht. Ich hole das erste weiß ich nicht raus. Ja, hello again. Hello again, sag ich dazu. Wir haben mal wieder was von Super Mario drin. Und zwar eine Figur, den guten Luigi. Diese scheiß was reflektiert denn da? Irgendwie sollte man es doch erkennen, oder? Ja, ich denke schon, Freunde. Den guten Luigi in der Minifigure Collection. Ja, den werde ich aber hier drin lassen. Das macht mehr her. Also in so einer Sache, finde ich, macht es mehr her, wenn das hier drin bleibt und ihr den Background noch habt. Also den werde ich da jetzt nicht rausholen. Werde ich da schön neben meinen Kartoffeldingen da noch stellen. Die komischen Viecher da. Also den finde ich nice. Und ich würde sagen, heute machen wir mal zum Schluss das Shirt, oder? Das hier, das ist nichts Großes, was hier noch drin ist. Geil, Alter! The Walking Dead, das Sheriff-Auto. Vorne noch mit Blutspritzern dran. Ja, sehr geil. Absolut geil. Ich war ja damals auch so ein extremer... ich hatte so viele kleine Autos. Dann so ein Parkhaus hatte ich früher noch, wo ich ein bisschen Kröte war. Ja. Ultra gerne mit gezockt. Also, das werde ich hier aber drin lassen. Das sieht doch mal knackig aus. Finde ich extrem cool, sowas. Im Hintergrund habt ihr sogar noch die Filmszene mehr oder weniger drauf. Ja, oder einer der Filmszenen, wo dieses Auto vorkommt. Finde ich sehr, sehr geil. Finde ich sehr, sehr geil. Leider alles in Englisch geschrieben. Also wer hier kein Englisch kann, hat ein Problem. Sehr detailliert. Ja, also sowas finde ich extrem cool. Und es ist ein Lucius Exclusive. Also ihr bekommt es nur bei Lucius. Ja, hier oben. Das ist dann immer gekennzeichnet. Sehr geil. Also damit kann ich safe an anfangen. Ich feiere Walking Dead. Hier oben auch den Negan stehen. Ja, kam raus, direkt gekauft. Ja. Direkt gekauft, Freunde. Ja, kann ich das Auto daneben stellen, da oben? Das sieht knackig aus. So, und jetzt kommen wir zum letzten, zum T-Shirt. Ja. Und T-Shirt... Jawohl. Danke, danke, danke. Da habe ich nur eine... Ja, wie sollst du es sagen, gesehen? Eine Kassette. Guardians of the Galaxy, Freunde. Ja, mehr geht nicht. Mehr geht nicht, Freunde. Ja, sehr geil. Sehr geil. Feiere ich extrem ab. Also ich bin absoluter Guardians of the Galaxy Fan. Aber ich würde sagen, da ziehen wir auch wieder safe an zum Abschluss. Zack. Sehr bequem. Sehr großzügig. Ja, also ich habe die Shirts immer in L. Aber das ist schon sehr, da kann ich schon fast als Longtee nehmen. Geil. Muss hier sagen, die Box hat mir extrem gut gefallen. Ja, also ich habe es jetzt hier alles mal so grob vor. Normal müsste es noch so. Also die Box hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ja, Luigi safe. Du hast eine Figur drin. Du hast im Prinzip zählt das Kai auch als eine Figur. Ja, und ich finde, es ist ein sehr, sehr geiles Lucius Exclusive. Weil ich ein alter Walking Dead Fan bin. Ja, für mich ist das dann nochmal eine Schippe mehr. Wie für manche, die vielleicht kein Walking Dead Fan sind und einfach nur Autos cool finden. Ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich damit sagen will. Das Ding feiere ich hier extrem ab. Ja, den Totschläger als Dose getarnt. Sehr, sehr fett. Ja, die Batterien sehen auch lustig. Ja, die Batterien sehen auch lustig. Die Cap geht auch klar. Das Ding ist halt, es ist Klappverschluss. Also ich werde sie, denke ich, nicht tragen. Aber die wird hier auch safe einen Platz finden. Ganz, ganz safe. Ja, weil es einfach qualitativ hochwertig ist. Gesehen hier. Schade, ey. Wäre hier ein Yoshi drin gewesen, dann hätte ich noch richtig abgefeiert. Oder ein Donkey Kong. Ja, dann wär geil. Aber so ist geil. Ich bin super zufrieden. Freunde, schreibt sehr, sehr gerne mal in die Kommentare rein, was ihr von der Box hier haltet. Ja, und ob ihr euch gefreut hättet oder ob ihr euch gefreut habt. Ja, ich weiß nicht. Hätte ja sein können, dass einer von euch sogar für diesen Monat eine zugelegt hat. Ich finde die Boxen immer extrem cool. Ja, also es ist immer so ein kleines Highlight im Monat für mich, weil na, es ist wie Weihnachten. Ja, und wenn dann so cooler Stuff drin ist, wie jetzt hier in dem Falle, finde ich es nochmal einen Ticken geil. Ja, macht Sinn, wenn da nur Scheiße drin ist, freust dich halt nicht so. Ja.
damit kommen wir am Ende vom Video an und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, Freunde. Ich wünsche euch eine Menge Auspackspaß für die, die sich eine Box zugelegt haben den Monat oder noch auspacken müssen in dem Falle. Gewinnspieltechnisch werden wir es wieder wie folgt machen. Dem Video einen Daumen nach oben gegeben haben. Klar, Abonnent dieses Kanals sein. Diese Gewinnspiele sind nur für Abonnenten. Klare Sache. Und einfach in die Kommentare reinballern. Hashtag Kellergang. Ja, das reicht im Prinzip schon. Ja, und dann werde ich im nächsten Video wieder den nächsten Gewinner einblenden und so geht's immer weiter hier an der Stelle. Dann macht's gut, Freunde, vielleicht sehen wir uns auf der Gamescom. Homie, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüss.